Nach dem Einschläfern von Cody habe ich es geschafft, auch wirklich mal aufzunehmen, wie meine Pferde in der Gruppe reagieren. Hier sieht man den LJ, der ist zuerst interessiert daran, dass sein Kumpel dort liegt und sich nicht mehr bewegt. Und das ist jedes Mal interessant. Ich musste ja leider schon viele Pferde gehen lassen, wie die Gruppe reagiert. Ne? Sie sind unsicher, manche aufgeregt, wie sie sich daran pirschen und schauen, was mit ihren Kameraden ist. Nun muss man sagen, dass Gina sehr gerne mit Cody Fellpflege gemacht hat und die sehr gut befreundet waren, genauso wie LJ. LJ hat sich von Anfang an sehr an Cody geheftet und hat sich von ihm leiten lassen. Und Gina nimmt jetzt Abschied. Da kommt meine April. Die hatte mit Cody nicht so viel zu tun. Aber sie ist auch in einem Alter mit 23 Jahren, die sich auch verabschiedet. Dort kommt die Mary Lou, meine Kaltblutstute. Die ist 19. Und alle merken, dass irgendwas komisch ist. Ne? Dann gehen sie auch wieder davon. Hier ist Gina, die jagt den Willi weg. Dieses Video habe ich ja gepostet, wie Willi sich mit Cody befasst hat. Hier kommt er auch mal kurz dazu. Da gibt es aber noch ein Video unter traumatisierten Willi, wo er wirklich versucht, den Cody hochzuholen und in sein Ohr beißt. Aber das kommt erst später. Hier ist er zum ersten Mal direkt an Cody. Er beriecht ihn auch intensiv. Und hier fange ich ein bisschen an zu zittern. Ja, das war für mich ja auch alles emotional. Und darum fiel es mir auch schwer, das Handy still zu halten. Aber ich denke, in dieser Situation geht es keinem besser. Mir war es aber einfach mal wichtig, das wirklich zu dokumentieren. Willi versucht dort, die Braunüle zu entfernen. Und dort fängt er auch schon an, so ein bisschen den Cody abzulecken. Hier bewegt er schon vorsichtig den Kopf von Cody und versucht ihn auch immer hochzuheben. Nun muss man sehen, das war ja noch nicht lange her und der Körper ist
von Cody noch weich. Das ist ja noch anders, als wenn dann die Starre schon ist.